Da sind wir nun wieder bei Dragon Quest Builders 2 und jetzt heißt es Abflug. Bibi, Zündung eingeschaltet, Triebwerke laufen warm, Grüße Troplay, ich hoffe du bist bereit zum Fliegen. Erkennst du meine Stimme? Ich bin es, N04H. Pilotregistrierung beendet, du bist nun mein verifizierter Pilot, willkommen an Bord, mein Herr. Zugang zu Hagons Feste verweigert, Kraftfeld der Festung muss zerstört werden. Koordinaten der finsteren Feinde heruntergeladen. Sie müssen besiegt werden. Dann wird Zugang zum Schloss gewährt. Deine Karte wurden 3 neue Orte hinzugefügt. Na dann. Energie von Key Matrix auf Düsen übertragen, Troplay. Ich kann nicht mehr lange weiterreden. Beep, nicht umdrehen. Beep, nicht aufgeben. Beep, beep. Ich glaube an dich, Troplay. Himmel. Drück X, um abzuheben und Höhe zu gewinnen. B und... Okay, gut. X abheben. Wir heben ab. Ah. Wow, wow, wow. Moment. Einsteigen, nein, nicht A drücken. X. Mit Y schießen wir. Aber wie steigen wir auf? Achso. Oh, weia. Wir müssen fliegen. So. Wir fliegen erstmal weg. Oh, aber ja. Das ist aber echt eine Steuerung, die ist echt unter aller Sau. Ja. Ah. Aber warum? Wo ist er denn? Schatten Medusa wurde besiegt. Achso, okay. Das heißt, jetzt müssen wir in die andere Richtung. Wo ist denn der Feind? Da auch besiegt. Na, ja, wir müssen hoch. Okay, alle drei Schattenmedusa sind besiegt. Die Schattenmedusa wurden besiegt. Gut gemacht, Troplay. Jetzt, da die Barriere durchbrochen wurde, ist der Weg zur Feste frei. Oh, hier drüben, Junge. Junge, ich glaube, ich habe einen Weg hier hineingefunden. Hier drüben, hier drüben. Was? Was macht der denn da? Durchbrechen der Barriere. Hier kannst du landen. Okay, da sind wir gelandet. Was ist los? Dachtest du, Hagon hätte mich getötet? Haha. Man kann eine Illusion nicht töten. Man kann sie verbannen. Aber sie kann stets wiederkehren. Zumindest bis die Welt sich auflöst. Ich muss dir etwas erzählen. Tut mir leid, dass ich es dir nicht schon damals auf der Island des Erwachens sagen konnte. Jedes Mal, wenn du eines der neuen Tafelziele erfüllt hast, kam ein bisschen Baukunst zurück zur Insel, zusammen mit einem Stück meiner Erinnerung. Nach einer Weile habe ich mich daran erinnert, wie man Sachen zusammenbaut.
Ich habe gemerkt, dass der legendäre Erbauer in Wahrheit ich war. Als ich inmitten Mithall oder in dessen Illusion ankam, wurde mir klar, dass die Baukunst verloren gegangen war. Also versuchte ich, sie zurückzubringen. Das Gottesgewächs, Goldbrückchen, Schloss Mondbach, alles meine Werke. Selbst die Glocke des Erbauers und die Irren über das Land verteilten Rätsel waren von mir. Doch ich wurde auf Schritt und Tritt von den Kindern Hagons verfolgt, bis ich auf das Eiland des Erwachens floh. Jedoch hatte ich kaum noch Leben in mir. Mein Erbe sind die Steintafeln, meine letzte Kreation in dieser Welt und jeder anderen. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dass das Bauen je zur Insel zurückkehren würde, bis du aufgetaucht bist und alles verändert hast. Und was für eine Veränderung. Du hast Dinge mit den Blöcken zusammengestellt, die ich mir nie hätte träumen lassen. Ich nehme an, du suchst nach Mayroth. Dein Freund schläft im Inneren des Schlosses. Diese blauen Flammen führen dich zu ihm. Es könnte sein, dass üble Biester dir den Weg versperren wollen. Denk einfach daran, dass sie nur Illusionen sind. Lass dich nicht von diesen Tricks überlisten. Setze deinen Weg unbeirrt fort und lass die Illusion verblassen. Also keine Gegner bekämpfen. Okay. Ich bin froh, dich wiederzusehen, Trublem. Ich wollte dir danken. Du hast einen alten Einsiedler beigebracht, wieder zu träumen. Dafür bin ich dir unendlich dankbar. Blauen Flammen weisen mir den Weg. Moment. Da ist eine blaue Flamme. Da ist eine blaue Flamme und da ist ein Thron. Willkommen, Fremder. Wer wagt es, meine Feste zu betreten? Bist du das Erbauer? Dies ist kein Ort für ein erbärmlich machtloses Wesen wie dich. Krieche zurück in das Loch, aus dem du gekommen bist. Made oder bekomme meinen geballten Zorn zu spüren. Müsste ich nicht eigentlich angezogen werden? Jetzt muss ich wahrscheinlich hier hoch. Laufen wir hier so in so einem Spießrutenlauf mäßig lang. So, und jetzt hier lang. Oh mein Gott. So, das sind alles eine Illusion. Ich soll die nur in Ruhe lassen. Genau. Du hast also meinen ersten Diener überwunden, Atlas. Schatten verdunkeln meine Hallen nimmer mehr. Vielleicht habe ich dennoch Verwendung für dich. Du kannst den Schutt in meinen Kerker säubern. Deine Bemühungen wären jedoch vergebens, denn bald wird ohnehin alles im Nichts verschwinden. Wo lang da lang? So. Dann vorbei. Ah, komm. Du hast auch meinen zweiten Diener überflügelt. Pazuzus, stürmende Wut hat sich gelegt. Hab Dank, Erbauer. Die Feste ist jetzt ein wenig ruhiger und ich kann die Musik der Zerstörung besser genießen. So, jetzt sollen wir irgendwie hier lang. Sagt, die Diener sind alles nur irgendwelche Illusionen und wir wollen uns gar keine Gedanken machen, selbst wenn ich Schaden genommen habe. Ne, Moment. Hier ist keine Fackel mehr. Da ist eine Fackel. Da ist eine Fackel. Da ist eine Fackel. Da müsste ich doch da lang. Aber warum ist hier keine Fackel? Aber hier ganz viele Fackeln sind. So, hier muss ich wahrscheinlich außen lang. Au. Und nun wurde mein Ritterdiener besiegt. Das Gebrüll von Belials Schatten ist verstummt.
brauche ihn nicht. Genauso wenig, wie ich die anderen brauche. Sie waren nichts als Erinnerungsstück aus vergangenen Zeiten. Sie haben ihren Nutzen vor langer Zeit verloren. Genau wie du, Herr Bauer. Du bist nichts weiter als eine Nervensäge. Verlasse diesen Ort, wenn du wenig Zeit schätzt, die dir verbleibt. Nö. Immer den Fackeln nach. Wo lang? Da lang. Marot, wo bist du? Mali, Mali, alles Haus. Da lang. Ach, das ist ja der Thron. Da ist ja der Prophet. Okay. Ich dachte, ich hätte dir befohlen zu verschwinden. Was könnte eine kleine Made wie du dem Hohepriester Hagon anhaben? Kommst du etwa in der Hoffnung, Fürst Marot im Kampf besiegen zu können? Glaubst du wirklich, dass du den großen Meister der Zerstörung bezwingen kannst? Ha! Es scheint, als hättest du deinen Sinn für Humor nicht verloren. Jedoch hast du wohl vergessen, wo du herkommst. Du bist kein Held, du bist nichts als ein Sklave, ein Handlanger. Und dennoch wagst du es, den Meister der Zerstörung und den allmächtigen Hohepriester herauszufordern. Ist amüsant. Fürst Marot ist bereits erwacht und gar damit beschäftigt, seine neu entdeckten Kräfte einzusetzen. Wenn ihr jedoch unbedingt danach ist, ihn zu sehen, kann ich sicherlich ein kleines Treffen vereinbaren. Willst du Marot beschwören? Hey Truppel, wolltest du mich sehen? Ist schon eine Weile her, was? Ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich konnte mich gar nicht bei dir dafür bedanken. Dass du mich wieder zum Meister der Zerstörung gemacht hast. Marot. Seine widerliche wahre Form. Ernsthaft? Ich habe meine Zeit mit dir genossen und werde nie vergessen, wie viel Spaß wir auf dem Eiland des Erwachens hatten. Aber Dinge bauen war nie wirklich mein Ding, weißt du? Die Zerstörung liegt mir einfach viel besser. Hör zu, als kleines Dankeschön dafür, dass du mir geholfen hast, mein wahres Ich zu finden, werde ich dich auffressen. Könnte es ein besseres Ende für solch ein tolles Abenteuer geben? Jetzt komm her, Truppel, und lass dich verzehren. Marot, aber ich will dir nicht wehtun. Komm her. Und er greift wieder an, ne? Ja. Marot, du warst auch schon mal stärker. So. Ah. Truppel, du warst schon immer ein ziemliches Weichei. Wie bist du so stark geworden? Nein, das bist nicht du. Ich bin es. Etwas in meinem Inneren zerreißt mich. Was hast du getan? Ja, das wirst du noch bereuen, Truppel. Du wirst es bereuen. Marot erleidet Qualen. Komm, Tro, das ist deine Chance. Oh, war ja. Ach, Mann. Ja.
Es ist doch gar kein Gegner. Na, Fürst Melroth, wie kann das sein? Du bist der Meister der Zerstörung. Dieses erbärmliche Wesen sollte ich nicht bezwingen können. Könnte es etwa sein, bleiben die Erinnerungen mit dem Erbauer weiter bestehen? Jetzt, Ruble, das ist deine Chance. Du musst es zu Ende bringen. Ich bin froh, dass wir uns verabschieden konnten. Tu es, Ruble, tu es endlich. Komm. Und damit ist Melroth besiegt. Unmöglich. Der Meister der Zerstörung von einem einfachen Erbauer besiegt? Das kann nicht sein. Oh, Leute, was für ein Kampf. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir das Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trochotrein. Tschö, tschö.